Hallo Leute, es geschehen noch Wunder. Wir können jetzt ein Lehrlingsabenteuer machen. Und ich habe das mal angenommen. Und wir können diesmal sogar welche mitnehmen, die schon höherstufig sind. Das ist nämlich nett. Und wir haben endlich eine Barbarin bekommen. Darüber freue ich mich ja am allermeisten. Deswegen haben wir jetzt eine Barbarin dabei. Wildman, den Yoshman. Und wer ist der Letzte? Ist es Kate? Nein, ist nicht Kate, denn es ist Helena. Jawohl. The smell of rotting fish is almost unbearable. So, wir sollen alle Räumchen erkunden. Hier ist auch erstmal schon ein Hindernis. Toll. Allerdings keine Feinde. Und das soll mir recht sein. Was ist das? Irgendetwas stimmt mit dieser Koralle nicht. Ah, eine beruhigende Wirkung. Na schön. Ich weiß, dass da vorne ein Hindernis ist. Genau, deswegen können wir hier keine... Gott sei Dank, ist noch Beute drin. Schön. Aber wir haben nur eine Schaufel und die würde ich gerne hier einsetzen. So, weil alles andere ja wieder den Stress raufhaut. Och, natürlich kommt da noch ein Hindernis. Tja... Da kriegen wir schon. Aber wir hatten leider kein Geld. Und woran lag das? Weil der gute Chris Bro gesagt hat, er bleibt noch im Bordell und hat unser ganzes Geld gleich wieder ausgegeben. Tja, so ist er, der Chris Bro. So, Rainer, solange wir noch Licht haben, nehmen wir auch Licht. Okay. Dann wollen wir mal sehen. Also, wir machen erstmal Giftschleim. Auf die beiden Hässlettos da. So, buah. Sehr schön. Weich mal aus. Nee, leider nicht. Okay. Eiserner Schwan kann die da hinten angreifen. Jawohl. So, Speerfischen. Ich glaube, unsere Arbalestenschützin kann da wieder stehen. Naja. Okay, wir schießen das mal den ab. Peng. Nice. Kein Stress mehr. Dann muss der weg. Ja, uns verdrängt. Alter, ey, was macht das immer für... So, kritisch geheilt. 24 wieder drauf. Jetzt sollte ihr gut gehen. Der Blutung hat sich ja auch widersetzt. Ja, wunderbar. Wir lieben Barbaren. Okay. Ich weiß nicht, der Giftschleim erscheint mir ganz gut. So. Und jetzt. Was nun? Kleiner Mann, was nun? Der muss weg, der explodiert sonst wieder. Das kennen wir doch schon alles. Ja. So, dann macht das der Yoshman mal. Aber klar! So, verruchter Stoß. Barbarisches Gebrüll, und barbarisches Gebrüll, Nö, hau den mal um. Nice. So, Meereshieb. Das wird wohl ganz gut gehen. Der kann sich, glaube ich, auch selbst irgendwie heilen. Ich bin mir nicht sicher. Wir heilen ihn mal so. Alter, er hat auch TP, Krustenwall. Okay. Jetzt muss er ganz besonders schnell dran glauben. Okay. 6 pro Runde, 4 pro Runde. Rechts sind Wiesen, links sind Wiesen. In den Häusern wohnen Friesen. Okay, Yoshman, dann hack mal auf ihn ein. Geht ja nicht anders. Minusschaden minus Ausweichen, plus Schaden plus Präzision. Später denn. So, erstmal drauf. Okay. Aua. Okay. Nächste Runde ist der doch um. Sollte ja auch besser sein. So, jetzt haben wir wieder ein Problem. Jetzt blutet der nämlich wieder. Dumme Nuss. So. Heilen wir ihn mal. Absolution. Ja. Heil dich mal nochmal.
Ja, es war nicht deine Schuld. Okay, er ist leider nochmal dran und hat kein Blut mehr. Ausgewählt. Jawoll. Okay, der macht noch 4 und hat noch 5. Das heißt, der soll mal ruhig so sterben. Kann sich nicht auch heilen? Ja. Der ist ja noch geschützt, ne? Ja. War klar. Pam. So. Haben wir halbwegs gut überstanden. Eine neue Fackel haben wir auch gefunden. Was müssen wir? 90% aller Räume erforschen. Dann fürchte ich, müssen wir zumindest bis nach hier gehen. Sehe ich da glitzernde Münzen? Okay. Freier ist gierig. Okay. Eine harte Barbarin. Die läuft doch gerne mal in eine Falle. Für 12 Runden. Klar. So, noch eine Fackel. Und, was ist das? Plus 10 Präzision Fernkampffertigkeiten. Das ist gut für sie. Kann sie jetzt aber leider noch nicht anziehen. So, rein da. Und jetzt gehen wir da rein. Töten die Leute, die da drin sind. Die da nicht drin sind. Wir erkunden mal. Kein Kampf. Doch, ein Kampf. Da gehen wir nicht hin. Wir gehen zurück. Da oben ist allerdings auch ein Kampf. Na gut, aber das heißt ja 90% aller Räume. Und da ist nur ein Kampf und nicht mal ein Schatz. Das kann also gar nichts. Da machen wir nicht mit. Dafür kommt hier jetzt gleich was. Okay. Keine Stressschadensleute. Aua. Speerfischen ist, glaube ich, immer doof. Nee. Okay, Giftschleim. Das hat er wieder gegessen. Ja, sehr schön. So. Barbaren finde ich ja jetzt schon cool. Gut, was machen wir denn mit ihm? Stechen wir zu oder heilen wir? Nee, ich glaube, wir müssen heilen. Oh, bescheiden. Und er blutet auch noch, so ein Dreck. So. Okay. Ausgewichen. Ich lobe die Barbaren noch im höchsten Ton. Und dann passiert so etwas. Giftschleim. Ja, mach mal wieder drauf hier. So. Das Gute ist, dass sie dagegen keine Resistenz haben. Weil die haben so viele Trefferpunkte, dass man sie damit auch 10.000 Mal treffen muss. So, Meereshieb. Ja, aua. Ich sagte, du sollst ihn heilen. Kritisch für 4. Okay. Speerfischen. War das das mit dem nach vorne holen? Nein. Irgendjemand muss sie auch mal heilen. Warte mal. Er hat noch 4 Schadenspunkte. 3. Das heißt, der ist um. Der kriegt 4. Hat auch noch 8. Machen wir es mal so. Dann ist der auch um. Dann kann sie sich schon mal um den hier kümmern. Genau, für 13. Und dann kann er sich heilen. Macht auch den Stress runter. Alles ist gut. Aua. Weg mit dir. Weg mit dir. Jawohl, kritisch 8. Nice. Bluten ist allerdings uncool. So, machen wir den nochmal. Ist sie selbst dran? Sie kann doch hier irgendwie sowas. Gifthauch und Bluten heilen. Yeah! Gut, geheilt. Jetzt ist er leider, glaube ich, nochmal dran. Nein, nicht, wenn es gut läuft. Und es läuft ja gut. Schlitz. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich glaube im Leben nicht, dass da was Essbares drin ist. Nee. Der Joshman hat mal nachgeguckt. Aber klar. Er hat ja auch seine Captain Morgan Flasche. Oh, ich habe gar nicht geguckt, ob hier irgendwas los ist. Gut, das sieht prima aus. Sogar ganz ausgezeichnet. Alle haben Hunger. Haben wir auch noch.
Auch sehr gut. Und da sind versteckte Erbstücke. Und der Hirschmann schnappt sie sich. Sehr gut. Ein weiterer Raum wird erkundet. Dann heißt das, das ist der letzte Raum, den wir erkunden müssen. Vielleicht. Vielleicht ist auch erst der vorletzte. Okay. Oh. Wollte gerade sagen, ich habe... Sie ist leer. Mhm. Schade. Ich habe eh keine Schaufel dabei. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Gut. Letzter Gang. Guck mal rein. Vielleicht findest du ja was. Hässliche Wunde. Kein Bluten. Not today. Oh Gott. Ausgewichen. Schön. 70. Und das ist der letzte. Komm. Na, natürlich sind da nochmal Gegner. Und alle sind überrascht. Aber das kann einen Seemann nicht erschüttern. Ich verwandle mich sofort. Ja. Ich bin frei. So, und jetzt kriegt ihr aufs Maul. Clownhieb. Plus 15% Schaden von Clownhieb. So. Hacken. Meeresbrise, wunderbar, dann hat er zumindest nicht rumgestresst. So, Captain Morgans Tentakel fliegen wieder durch die Gegend. Blut und Schwächung. Sie steht aber auch ein bisschen weit hinten. Sie muss auch erstmal nach vorne, sonst kann sie auch gar nicht schießen. Entsetzliche Beschwörung, 15. Das ist auch immer eine Scheiße. Pam. So. Du bist um. Oh, und er muss auch dringend geheilt werden. Schnüff. Aber ganz dringend. Zwei zurückschlagen. Ja! Er hat sich widersetzt. Schade. Ausgewitten. Frung. Opfer für die alten Götter. Es wird eng. Also hier wird's eng und sie blutet. Okay, einen kann sie aber verkraften. Schafft sie 13 Schadenspunkte. Der hat nur einen. Entsetzliche Beschwörung. Na toll. Und ihre Entschlossenheit wird getestet. Komm. Selbstsüchtig. Gut. Ein Fall für die Einlieferung. Ich werde, wenn sie meine Beute stehlen, treibe ich die Schulden ein. Okay. Wie viel hat er denn noch? 4. Die Frage ist, wann ist er dran? Nee, ist mir zu riskant. So, 8. Okay. Ist der Ruf erst ruiniert? So, 13. Jetzt geht's hier wieder gut, Wildman, ne? Finde ich gut. Ja, war die richtige Entscheidung. Ausgewichen. Gut. Dann mach mal die beiden. Zack. Double KO. Nice, Wildman. Ich dachte, ich sei die Beste, sagt sie. Ja, ja, du gehst gleich. Gehst dich gleich einweisen. Dämonisches Ziehen. Hol sie Miranda. So. Und du kannst jetzt nochmal dich selbst heilen. Plötzlich geht's, oder was? Offensichtlich. Hau sie um. Nice. Den Schlüssel haben wir auch. Gerade noch bekommen. Ist natürlich nice. Und da kriegen wir nochmal ein bisschen was raus. Und jetzt gehen wir. Eine Woche, in der keiner gestorben ist. Das ist doch schon mal was. Jojojo, was immer du sagst. Gut. Heldenstufe. Juhu, sie ist auf Stufe 1 aufgestiegen und hat das Adlerauge. Total gut. Braucht sie auch. Fernkampfschaden. Hat sie ja so viel. Okay, Widerstand gegen Bewegen. Hat religiöse Visionen und Wahnvorstellungen. Der Wildman.
Und hat die rote Seuche abgegrabt. Toll. There is indeed no better place for those in search of rarity. Der Wandermark kommt vorbei. So, Chris Bro. Ist er jetzt mal fertig? Und sie ist auch vom Trinkgelage zurück. Juhu. Immerhin. Dann haben wir jetzt ein kleines Zeitfenster, in dem wir ja, wen eigentlich einweisen müssen. Freier müssen wir erstmal einweisen. Was hat die? Verrückt nach Geld. Die ist bestimmt gute Spielerin. So, und mehr dürfen wir auch schon gar nicht. Macht Platz, ich spiele mit. Denn ansonsten kriegen wir das Gold nicht mehr rein. Es sei denn, es gibt eine kurze Quest. Mal gucken, was es hier so gibt. Veteran kurz. Veteran kurz. Mittel. Säuberung. Okay, gibt es auf jeden Fall kurze Quests. Aktiviere 3 Tierschreine. Gibt es sogar für kleine. Für kleines Geld. Okay. Was war gerade der Darkest Dungeon oben offen? Nee, ich wollte mich gerade noch wundern. Na gut. Na gut, dann wollen wir mal gucken, wo wir das nächste Mal hingehen. Nachdem wir ja ein paar Abgänge hatten, unfreiwilliger Art, sind wir jetzt hier im chilligsten Anwesen wieder ein wenig im Tritt. Also, macht's mal gut, haut rein und bis dann.